Todesfalle Tiefgarage. Nach der Flutkatastrophe im Osten Spaniens mit mehr als 200 Toten werden noch viele weitere Opfer befürchtet. Rettungskräfte suchen in dieser Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Region Valencia nach Vermissten. Auch andere unterirdische Parkebenen, die zum Teil noch unter Wasser stehen, wurden bisher noch nicht vollständig untersucht. Das gilt laut Behörden auch für viele überflutete Erdgeschosse und Keller. Besonders dramatisch ist die Lage hier. Im Parkhaus dieses Einkaufszentrums in Aldaya, einer Stadt mit gut 30.000 Einwohnern westlich der Küstenmetropole Valencia. Fast jeder zweite der mehreren tausend Parkplätze liegt unter der Erde. Fast eine Woche nach der Flutkatastrophe steht der Bereich noch vollständig unter Wasser. Bei der Suche nach Vermissten kommen Drohnen zum Einsatz. Die Aufräumarbeiten in der Region werden durch Trümmer und angespülte Autos erschwert. Telefon und Stromnetz seien jedoch weitestgehend repariert, teilten die Behörden mit. In der Region Katalonien im Nordosten wurde wegen starker Regenfälle zwischenzeitlich die höchste Warnstufe ausgerufen. Der Bahnverkehr im Großraum Barcelona wurde eingestellt. Am Flughafen El Prat wurden Dutzende Flüge gestrichen oder umgeleitet. In Barcelona und umliegenden Städten standen etliche Straßen unter Wasser.